Ja, dann vielleicht noch einen kleinen Tipp für Gibraltar. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich die Sachen hier anzuschauen. Die erste wäre mit der Cable Car, die ihr hier rechts neben mir seht, raufzufahren. Muss man aber relativ frühzeitig da sein. Kostet pro Strecke 18 Pfund pro Person und es sind immer lange Warteschlangen. Die zweite Möglichkeit ist, was man uns im Hafen angeboten hat, eine Tour, wo die entsprechenden Punkte hier abgefahren werden, die ihr auch im Video gesehen habt. Das kostet 50 Euro pro Person. Da sind wir bei 3 Personen, also bei 150 Euro. Und die letzte Möglichkeit, die wir genutzt haben, wir sind erst zur Burg hochgelaufen, haben dann ein Eintrittsticket gekauft. Das hat 19 Euro pro Erwachsenen, 13 Euro fürs Kind gekostet. Damit haben wir also bei 3 Personen rund 100 Euro gespart und sind den ganzen Weg gelaufen. Aber man muss wissen, man muss schon relativ fit sein, denn es geht hier auf den Berg rauf und es sind insgesamt, bis wir jetzt im Hafen wieder unten sind, nachdem wir uns alles angeschaut haben, ja, so rund 4-5 Stunden unterwegs gewesen. Mit dem Auto und dem Taxi wäre der 2 Stunden unterwegs gewesen, hättet aber auch nicht so viel Zeit gehabt an jedem Punkt.